Servus Leute, für den Echt krepelt immer noch mit einem Punkt rum. 1-0 geführt, fast das 2-0 gemacht. Ja, und dann kommt Köln. 3-1. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 22 Trainercam mit Greuther Fürth. Auch hier spielen wir mit Greuther Fürth sehr erfolgreich im Fußball. Es ist halt in der ersten Liga total schwierig, aber wir haben in der letzten Folge ein paar Punkte gesammelt. Also, vamos, weiter geht's. Und damit schicke ich euch jetzt in die neuen Spiele. Wir haben ein paar Leute geschrieben, ey, ich habe Probleme mit der Hymne, bei mir funktioniert das nicht und so, und keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum es bei euch nicht funktioniert, keine Ahnung. Aber ich habe was Cooles für euch heute, im zweiten Spiel. Aber wartet mal ab, auf geht's. Wir gelten gegen Frankfurt als Außenseiter. Ach nee, wir gelten in jedem Spiel als Außenseiter. Ja, deren Fitness ist auf jeden Fall nicht so ordentlich, aber naja. Ja, jetzt sind wir wieder zu Hause. Zu Hause mit den Jacken wieder und das gegen die Eintracht. Sportpark Ronhof live. Auf geht's! Und 1-0 nach 4 Minuten für Frankfurt. Ich habe gerade überlegt, ob wir zu Hause schon mal irgendwas gerissen haben. Oder ob das tatsächlich oft immer auswärts war. Weiß ich nicht mehr. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ja, scheint wieder sehr gut zu starten. Und Burchert. Sascha Burchert, ja, wenn er so weitermacht, wird er Spieler des Monats, ist auch nicht schlecht, aber... Itten. Itten ist auf dem Weg, das war ein schöner Pass. Itten, und es ist gerade ein Tor, der mit diesem Ball nur kleine Probleme hat. Ball nach vorne, Halbzeit, 0-1 liegen wir hinten. Vielleicht am Ende, wenn ihr Fitnessschwäche stärker wird oder so, dass ich da eine Chance habe, ich weiß es nicht, ist sehr schwer. Es ist das 2-0. Es ist kein Abseits, es ist wieder Armin Younes. Und das eigentlich nur, weil Nielsen den nicht richtig weggekriegt hat. Obwohl ich drauf gedrückt habe, ist er dem da echt blöd versprungen. Und 3-0. Die SGE macht kurzen Prozess. Und wir kommen nicht dagegen an. So, und Gankam macht sich nochmal auf den Weg und er trifft sogar zum Anschlusstreffer, beziehungsweise zum 1-3. Dass der Anschluss ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein Treffer und Gankam, der wünscht sich das ja. Eingewechselt, wieder ein Tor, ja, ist ja gar nicht so übel, was der Typ macht. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. 4-1. Ich habe natürlich schon darauf gehofft, dass wir vielleicht sogar noch ein 3-2 machen. Deswegen will ich den da auch nicht wegbuffen und dann buffe ich ihn ja sowieso an. Boah, Burchert rettet da vor dem 5. Boah, und wieder. Ganz, ganz stark. Ja, jetzt ist Itter nochmal durch. Kann querlegen. Da ist nur ein Gankam, der nicht kriegt und Nielsen den. Schlecht kriegt ein Gankam, Gotha, er ist drin. Ein verrücktes Tor. Immerhin für die Tordifferenz gut, aber bringt das jetzt nichts mehr. Aber immerhin trifft er Gotha wieder. Viertes Spiel in Folge oder so. Ja, scheiße. Lumisteria Films, deine Medienproduktion für jeden Zweck. Schaue jetzt unser neues Musikvideo rechts oben beim i verlinkt. Zum Genießen in dem Borussia Park, heißt er so? Ja, heißt er. Auch hier mit Hymne, wunderbar. Singen sogar mit. Geil.
Ja, das ist doch schön. Fangesänge, Hymnen und Originalstadion. Auf ein gutes Spiel. Boah. Zweimal, dreimal in die Mitte gelegt und Itten schließt dann ab. Ja, ich schäme mich fast, aber das Spiel ist gar nicht so schlecht. Also. Boah, das war eine sehr, sehr gute Chance. Boah, Burchert ganz stark, der war richtig guter Schuss. Ja, da ist wieder eine Riesenchance. Irgendwie. Ist doch scheiße, dass wir die nicht machen. Wir sind ja auch wieder auswärts, außer jetzt sind wir ja generell ein bisschen besser, scheinbar. Guck mal hier, 3:2 Schüsse für uns. Jetzt 3:3 und es war richtig knapp. Halbzeit, 0:0. Wie gesagt, eigentlich effizient, dieses Mal leider nicht. Es raubt uns leider natürlich die Chance auch auf den Sieg, aber noch ist alles möglich. Ja, alle Spieler, 22, komplett in der anderen Hälfte, jetzt ist Abseits. Na. Oh. 68. 1:0, weil einfach zu viel Platz da ist, in der Mitte halt, das ist echt bitter. Boah, jetzt geht's direkt weiter. Branimir Gota probiert's nochmal mit so einem schönen Schuss, wie gegen Freiburg. So, jetzt Nielsen und oben ist der Gotha und der macht den Lupfer und er kriegt ihn nicht vorbei an Sommer. Das ist so bitter. Green, leg den zurück, Nielsen. Warum legst du ihn denn so weit überhaupt zurück? In der Mitte waren noch Spieler. Also ein Unentschieden wäre ja schon drin gewesen. Das kann man ehrlicherweise schon sagen. Ja, und so endet diese Partie relativ bitter mit 1:0 für Gladbach. Das ist halt echt cool, also man sieht ja hier, das ist ja ein Screenshot aus dem Spiel und man sieht tatsächlich, dass ja hier im Hintergrund die Spieler eben mitfiebern und da verzweifelt waren, weil wir eben den Ausgleich nicht geschafft haben. Ja. Lumisteria Films, deine Medienproduktion für jeden Zweck. Schau doch gerne mal unter www.lumisteriafilms.de. Die Hoffenheimer in den Lachs-Trikots. Dortmund führt in Wolfsburg mit 1:0. Tor in Wolfsburg. Ja, Nielsen. Nielsen ist durch. Harvard. Nielsen scheitert an Penken. Das gibt es nicht. Auch ein bisschen zu weit vorgelegt natürlich. Kein grandioser Abschluss. Und der geht rein. Mal wieder ist es ein Standard, mal wieder ist es ein Eckball, so wie in echt auch. Und das ist hier das 1:0. Was heißt mal wieder? So oft haben wir das ja nicht gehabt, aber vom Burchert maximal schlecht. Maximal schlecht. Halbzeit. Ja, das hätte jetzt nicht sein müssen, dass es vor der Halbzeit noch kommt. Ärgert mich, aber wir kriegen vielleicht noch die Kurve. Ich hoffe es. So, jetzt aber eine Power. Zweite Halbzeit. Auf geht's. Vamos, Jungs. Fußball auf Fränkisch. Hobetzer! Nein. Oh, jetzt. Ja, da ist zu viel Platz. Jetzt haben sie mal einen Konter gefahren mit zu viel Platz. Und dann ist es Andrej Kramaric, der das 2:0 hier macht. Boah, ist das bitter für uns. Das schmeckt überhaupt gar nicht. Oh, Nielsen. Jetzt die Möglichkeit. Das gibt es doch nicht. Oh, Burchard, weg mit dem Ball. Ich drück auf Schießen. Auf geht's. Sing, die steht auf, wenn ihr Hoffenheimer seid, Alter. Wir sind hier zu Hause. Das gibt's doch nicht, dass die da so einen Lärm machen. Ja, Tor in Wolfsburg. Boah, brachial. Oh, aber sie zeigen auch ein anderes Spiel. Bochum gegen Freiburg. Und Gott sei Dank liegen die auch hinten, die Bochumer. Kleiner Trost, aber steigen natürlich zwei ab. Und wenn wir in Bochum absteigen, dann bringen wir das auch nichts. Ja, scheiße, dass wir das verlieren.
Das ist ganz bitter, muss ich sagen. Aber naja, auch das passiert natürlich. Dass wir es hier einfach haben, das hat keiner gesagt. Das ist richtig, richtig schwer. Ja, und das war's auch schon wieder mit der weiteren Folge von der Trainer-Academy mit Kräuter Fürth. Jetzt schaue ich mir die echten Spiele an. Warte mal, es ist Länderspielpause. Das geht gar nicht. Ich schäme mich. Bei mir auch. Tschüssi. Junge, diese Bagger, diese Baustelle hier.